Wir sind da jetzt vor der Panda-Außenanlage und da haben wir schon die Transportkisten bereitgestellt für unsere Panda-Zwillinge, die ja nach China verreisen sollen in nächster Zeit und sie sollen sich aber vorher an die Kiste gewöhnen. Dafür stellen wir die Kiste bereit, die ist Tag und Nacht zugänglich für die Tiere und wird auch mit Futter bestückt, das heißt mit Bambus und Gemüse. Und da setzen sie sich dann rein, wann sie wollen und fressen drinnen, da sitzt sich auch die Mutter dazu, was auch noch zusätzlich die Angst nimmt, weil wenn die Mama drin sitzt, kann es nicht so schlimm sein. Zusätzlich beginnen wir auch mit einem Kistentraining, das heißt, dass wir mit den Tieren einzeln in die Kiste auch reingehen und ihnen das zeigen, das Ganze, damit sie sich daran gewöhnen und auch Futter dafür anbieten, wieder in Form von Gemüse und natürlich auch Bambus und Bambussprosse. Da wird dann auch mit der Zeit dann hinten der Schuber geschlossen oder die Kiste dann auch bewegt, wie es ja beim Transport dann auch vorkommt, damit diese ganzen Bewegungen und diese Abläufe für sie normal sind. Sie sollen sich ja in der Kiste auch wohlfühlen, weil der Transport, der dauert ja auch einige Zeit und dafür werde ich auch mitfahren, weil sie mich ganz gut kennen, also von Geburt an eigentlich und somit ein bekanntes Gesicht mit auf der Reise haben und dann können sie sich an jemanden festhalten in dem Sinn, wenn alles neu ist und auch in China leichter einleben. Und das haben wir auch schon bei den älteren Geschwistern gesehen, dass das gut funktioniert hat und ich hoffe, das wird mit den beiden auch wieder so gut funktionieren. Unsere Panda-Jungtiere waren im August schon 2 Jahre alt. In dem Alter verlassen sie im Freiland schon ihre Mütter, also mitunter schon ab dem Alter von 1,5 Jahren. Entsprechend kommt auch auf sie jetzt dieser große Schritt zu. Sie werden Anfang Dezember nach China überstellt mit dem Flugzeug. Das Ganze passiert in einer komfortablen Transportkiste. Sie fühlen sich da drin in der Regel sehr wohl, haben meist mehr Platz als die menschlichen Begleiter. In China leben sie dann in einer Zuchtstation zunächst. Was dann weiterhin die Zukunft für sie bringen wird, ist noch offen. Wir hoffen, dass sie selbst auch mal für Nachwuchs sorgen werden und dazu einen geeigneten Partner finden werden.